Und dann auf zu Connacht. Uff. Muss mal hier jemanden schreiben. Kaum, dass wir aus den Ruinen zurückgekehrt waren, ist sie einfach umgefallen. Wie du da drin einen fiesen Gegner nach dem anderen kaputtgehauen hast, ohne mit der Wimper zu zucken. Wohltäterin, Wohltäterfreundin. Du bist nicht einfach nur besonders hilfsbereit, oder? Von jetzt an werden wir dich wohl mit gebührendem Respekt behandeln. Zwergisches Zwillingsehrenwort. Oh, bist du wieder wach, Tupi? Wir haben nämlich einen ganzen Gulk von Fragen an dich. Als allererstes wollen wir wissen, wer der Kerl war, der die Maschinen manipuliert hat. Erklär mal von vorne bitte sehr. Er ist ein Android, eine automatische Kampfeinheit, genau wie ich. Automatisch? Tupi, bist du eine Maschine? Hast du nicht zugehört, ein Android? Das ist nicht das Gleiche. Aber dann nickt sie zu. Eine Maschine im Human-Gestalt. So unglaubliche Technik gibt es? Zieh mir einer am Bart. Ich muss doch träumen. Aber warte mal. Wenn das alles wahr ist, warum hat er uns dann angegriffen? Das entzieht sich auch meiner Kenntnis. Aber er kann nicht der einzige Android gewesen sein, der hier ist. A2 ist bestimmt auch da. Oh, das wäre so cool. Ich kenne die noch nicht mal wirklich. Ich habe nur einen Teil des Yohara. Des. Ach, Yohara, wollte ich schon sagen. Des Nier Automatas gespielt. Ich habe nur den ersten. Also das erste Ende gespielt. Vielleicht spiele ich es mal privat weiter oder ich spiele es im Stream. Nochmal mit einem anderen Charakter. Wir sind ja jetzt 9S in die Automata und ich dachte mir, bevor ich wieder alles so mache, ja, ich muss davon aufgehen, dass sie es auf die Ruinen abgesehen haben und sich irgendwo draußen vor dem Stollen sammeln. Das bedeutet, dass die Menschen in dieser Gegend in Gefahr schweben. Wenn diese Kerle dem Dorf zu nahe kommen. Ah, keine Panik, Bruderherz. Wir haben doch die mordstarke Wohltäterin. Und die Android-Nicht-Zwergin. Android-Nicht-Zwerge. Und außerdem unser kombiniertes Genie. Es tut mir leid, aber ich kann meine Unterstützung nicht anbieten. Das vorherige Gefecht scheint meine Systeme beschädigt zu haben. Es dauert nicht mehr lange, dann fahre ich herunter. Nein! Doch zuvor muss ich euch etwas mitteilen. In den Ruinen muss es einen Schlüssel geben, mit dem ihr im Kampf gegen die Androiden die Oberhand gewinnen könnt. Findet ihn, bergt ihn. Wenn dieser Schlüssel entziffert werden kann, dann die Androiden und die Maschinenwesen und ich. Nein, nicht abschalten! Ist sie tot? Nein, geht ja nicht. Maschine und so. Sie hat sich abgeschaltet. Ihr seid Zwerge, repariert sie. Bin ich der Einzige, der so gar nicht versteht, was hier eigentlich vor sich geht? Hehehehe.
Das nenne ich doch mal ein spannendes Abenteuer. Jedenfalls haben wir keinen Grund, untätig auf unseren Werten zu sitzen. Die Ruinen wollen erforscht werden, richtig? Mir ist sowas von. So. Was ich mir noch wünschen würde für U-Raids, dass es auch synchronisiert wird, aber muss ja nicht, ne? Hehe, ich wusste, dass sich in diesen Stollen ein dickes Geheimnis versteckt. Maschinenwesen, Androiden, wenn wir sie für unsere Zwecke nutzen könnten, dann. Zwecke nutzen? Bist du bekloppt? Huch, ich hab nichts gesagt, rein gar nichts. Ach übrigens, Lieblingswohltäterin, ich habe eine dringende Bitte an dich. Es geht um den Schlüssel, den Tupi erwähnt hat. Wir wollen die Ruinen weiter erforschen, jetzt mehr denn je. Du lässt uns doch nicht im Stich und kommst mit, oder? Du hältst wohl wirklich nicht still, Anok. Die Augenfarbe gefällt mir noch nicht. Ich muss die noch mal ändern, aber dafür brauche ich, glaube ich, Phantasia. So ist es. Tu nicht so, als wärst du nicht genauso neugierig wie wir. Dann verplempern wir hier nicht weiter Zeit und ziehen stattdessen los. Hurra! Eins noch. Hier, ich will, dass du uns beim Sammeln von Informationen hilfst. Allerliebste Wohltäterin. Das ist unser Spezialarchivar. Archivierer. Haben wir selbst entwickelt. Wenn du was Spannendes in den Ruinen entdeckst, kannst du es damit aufzeichnen und protokollieren. Jeden noch so kleineren Kiesel, hörst du? Wenn du für unsere Ruinenexpedition noch irgendwelche Vorbereitungen treffen musst, ist jetzt die beste Gelegenheit. Sprich mich einfach an, wenn du fertig bist. Kuriositäten erhalten. Was? Du hast die Archivierungskonsole erhalten. Du kannst sie einsehen, indem du im Hauptmenü Spielinhalte und dann Kuriositäten wählst. Suche an Orten, die eng mit dieser Geschichte verbunden sind, nach Aufzeichnungen und aktualisiere so deine Archivierungskonsole. Was? Das interessiert mich jetzt. Wo war das nochmal? Hier nicht. Spielinhalte. Kuriositäten. Ja, wie geil ist das denn? Sorry, aber das feiere ich gerade. Was? Ja, genau. Alter, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Zwischen Wracks, Ruinen und Geheimnisse. Anok scheint ganz außer sich zu sein, vor lauter Aufregung. Bist du soweit fertig? Wunderbar, ich kann es nämlich kaum noch erwarten, in die Ruinen. Aber ich habe nur gelesen, dass es wahrscheinlich nur die Fabrik gibt. Oh, die Fabrik. Alter, das ist hinter dem Stollen, ne? Eine ganz neue Welt. Diese Androiden, wirklich sehr faszinierend. Man überlege sich mal, was man mit ihrer Stärke alles erreichen könnte, was wir von ihnen lernen würden. Schwester, machst du es dir da nicht etwas zu einfach? Du weißt doch noch gar nichts über diese Androiden, aber schon Hals über Kopf los. Warum nehmen wir uns nicht Zeit, um ordentlich darüber nachzudenken? Ach, Brüderchen,
Warum bist du denn immer so ein Angstbart? Nachdenken, nachdenken, machen ist angesagt. Ich bin doch auch der Ansicht, dass wir eine richtige Expedition machen und Informationen sammeln sollen. Allerdings weiß ich nicht, ob wir das alles mit der Androidin teilen müssen. Sie ist mir einfach nicht ganz geheuer. Na gut, wenn du es so willst, gehen wir eben getrennte Wege. Du machst, was du willst, und ich mach derweil wirkliche Fortschritte. Wow! Viel Spaß bei deiner Expedition! Und unsere flauschohrige Freundin? Teilst du meine Ansicht oder die von Connor? Entscheide, auf wessen Seite du dich stellen und den, wen du begleiten willst. Alter, was? Habe ich eine Wahl? Kann ich mit beiden helfen? Kann ich. Anok will mir einfach nicht zuhören. Für meinen Teil kann dieser Androiden einfach noch nicht vertrauen. Wir wissen doch viel zu wenig über sie. Natürlich sollten wir unbedingt eine Expedition machen. Aber wir brauchen ja nicht alles unter die Nase reiben, was wir herausfinden. Deswegen gehen wir diese Sache getrennt an. Du kannst mit Anok oder mit mir kommen. Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Es muss doch möglich sein, Connock zu überzeugen. Ich finde, wir sollten mit diesem Androiden gemeinsame Sache machen. Oh, die Ruinen, die Maschinenwesen, es gibt einfach zu viele Mysterien. Deswegen werden wir die nächste Expedition getrennt angehen. Du, meine liebe Wohltäterin, musst dich entscheiden, auf wessen Seite du dich stellst. Meine oder die von Connock. Also, wenn es darum geht, sich entweder den Androiden zusammenschließen oder nicht trauen. Ich denke mal, wir nehmen Anok. Du hältst dich an Anok. Kann der Auftrag bei Connock nicht vor. Hältst du dich an Anok? Kann der Auftrag von bei Connock nicht fortgeführt werden. Egal welchen Zweck du wählst, die Belohnung und Inhalte bleiben gleich. Entscheide daher nach deiner eigenen Sicht auf die Geschehnisse. Ich hatte keine Zweifel. Du bist stark, mutig und clever. Also genau wie ich. Dann stehen wir hier nicht länger herum und machen uns an die Expedition. Was ist denn das? Du hast den ersten Teil des zurückgelassenen Untersuchungsberichts gefunden? Was? Ups. Oh, wir können jetzt hier rumlaufen, wie cool. Ich finde das schon mega cool. Bei den anderen Raids durfte man nicht das Raid-Gebiet nochmal so alleine erkunden. Da haben die sich aber. Okay, es ist ja auch oft von den Machern von Nier Automata, von daher. Diese Pots waren schon die ganze Zeit über hier und offenbar sind sie dazu da, uns ganz praktisch von einem Ort an den anderen zu bringen. Na los, schnapp dir ein und los geht's.
Richtig. Bevor wir richtig loslegen, sollten wir uns einen Notfallplan überlegen. Falls wir uns verlaufen. Hast du diese komischen Kästen schon benutzt, als du das erste Mal hier warst? Sie scheinen einen schnurstracks zurück zum Eingang zu bringen. Wenn du also nicht weiter weißt, such einfach das nächste dieser Dinger. Aber sei vorsichtig, je tiefer du dich in die Ruinen vorwagst, desto schwieriger kommst du wieder raus. Also nicht einfach Hals über Kopf losrennen. Dieser Angstbart. Und wenn du über was Ungewöhnliches stolperst, bring's zu mir. Das wäre auch schon alles. Los geht's! Hier komme ich nicht lang. Ah, hier ist ein Fragezeichen. Du hast den ersten Teil der Archive einer gebrochenen Waffe gefunden. Moment mal. Ah, wie cool. Ich hab da was gesehen. Alter, wie viele Tubis liegen hier? Was ist denn da passiert? Ich finde es aber cool, dass farblich Tupi komplett gegenteilig ist. Schwarze Haare, weiße Klamotten und die hier hat weiße Haare und schwarze Klamotten. Ja. Und Frau Nichtswergen, hast du was gefunden? Das sieht nach irgendeinem Maschinenteil aus, oder? Zu irgendwas muss es gehören. Vielleicht finden wir noch andere solche Teile und können sie wieder zusammenfügen. Was auch immer dieses Ding mal war. Los, Augen auf und suchen. Hurra! Ein defekter Pott.
Würde ich mal sagen, weiter rein, ne? Na komm, reich rüber, was du in den Ruinen gefunden hast. Haben wir jetzt alle Teile für den Schlüssel zusammen? Kaputter Apparat, das ist doch ein Pott, nicht oder nicht? Ah, Anok, hat dieser Apparat gerade was gesagt? Reparatur abgeschlossen, Systemüberprüfung, Systeme werden gestartet. Scan-Umgebung, mehrere Vital-Signaturen erkannt. Vital-Signaturen? Meinst du damit etwa uns? Ja klar, was denn sonst? Also hat es alles um sich herum analysiert oder nicht? Das Ding klingt zwar, als würde es jeden Moment auseinanderfallen, aber wenn es wirklich eine genaue Analyse durchführen kann, ist es unglaublich nützlich. Komm, das nehmen wir mit. Es reagiert auf irgendwas auf der anderen Seite. Lass uns nachsehen, was da ist. Oh, das ist doch da, wo 9S war. Da liegt er auch. Das ist doch... Der ist da wieder hochgeklettert. Aber warum? Der ist doch von der Plattform gefallen. Ist der etwa von selbst wieder hochgeklettert? Anok, was machen wir jetzt? Wenn diese Toupie das mitbekommt, sagt sie bestimmt, dass wir ihn zerstören sollen. Meine Lieben, diesen brisanten Fund behalten wir für uns. Lasst ihn uns mitnehmen, ordentlich verstecken und dann eingehend untersuchen. Ob das so gut ist. Ich gehe mit Connor zu unserem Stützpunkt, den Stollen zurück. Unsere Funde begutachten. Schließlich nicht von allein. Lass dich doch blicken, sobald du mit den Ruinen hier fertig bist, ja?
Okay, ich bin hier fertig. Ich hätte vielleicht noch was gefunden, da ganz am Ende, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ah, da ist ja unsere geschätzte Wohltäterin. Guck mal, ich hab die Teile aus den Ruinen zusammengesetzt. Und irgendwas hat es ergeben. Irgendwas. Ich wollte es vom Pott analysieren lassen, aber er piept mir jetzt die ganze Zeit etwas von irgendeinem komplexen Prozess vor, den er ausführen muss. Also weiß ich immer noch nicht, was ich da zusammengebaut habe. Dieser Prozess scheint nämlich noch eine ganze Weile zu dauern. Fürs Erste müssen wir wohl oder übel die Hände in den Schoß legen und warten. Ich sag dir Bescheid, sobald sich was ergibt. Sprich, erst im nächsten Update. Konak und ich setzen uns währenddessen an die Sichtung und Auswertung unserer Funde. Und die Ergebnisse der Expedition natürlich. An dich haben wir eine besondere Bitte. Du musst uns den Vorarbeiter vom Bad halten. Ach, keine Bange, liebe Nichtzwergin. Sag ihm einfach die Wahrheit. Wir müssen ihm ja sowieso Bescheid sagen, wenn es dramatische Entwicklungen gibt. Oho, du bist wieder da. Holla, Drio. Entschuldige das ganze Chaos um die Zwillinge und diese Ruinen. Die Geschichte mit den Maschinen hat dich ganz schön auf Trab gehalten. Nee? Wo wir gerade beim Thema sind, was treiben denn Anok und Konok? Verstehe, da bleibt mir nichts viel übrig, als auf ihren Bericht zu warten, schätze ich. Meine Güte, du hast wirklich viel für uns getan. Für ganz Komra meine ich. Dafür will ich dir unseren Dank aussprechen, wenn ich dich schon nicht ordentlich vergüten kann. Ja. Normalerweise hätte er ja wieder eine Quest für mich, aber nein! Wir müssen wirklich warten! Ja, das war der Yorha-Raid-Abschnitt, aber wir werden den auf jeden Fall noch mehrmals wahrscheinlich machen. Ich will die Stiefel und so weiter.